Hallo und herzlich willkommen zur Web-Talk-Reihe Time to Talk – Politische Jugendbildung 2023 von der Zentralstelle für politische Jugendbildung im Deutschen Volkshochschulverband. Ich freue mich, dass wir heute wieder hier sind. Ich heiße Jette Nizard und darf heute durch dieses Mittagsding führen. Das Time to Talk Web Talk-Reihe wird organisiert vom Deutschen Volkshochschulverband aus den Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes, vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Heute findet der vierte von insgesamt sechs Web Talks statt. Das heißt, drei liegen schon hinter uns. Die können auf YouTube auch nochmal nachgeschaut werden. Und zum Ablauf heute: die ersten 45 bis 60 Minuten, je nachdem, wie viel wir uns so zu sagen haben, werden aufgezeichnet und in einem Expertengespräch wird das heutige Thema erläutert. Das Thema ist Inklusion und Partizipation. Und danach gehen wir in eine offene Fragerunde über mit den Teilnehmern, die hier vor Ort dabei sind. Falls Sie in dieser Zeit Fragen an unsere beiden Referentinnen haben, die ich Ihnen gleich vorstellen kann, können Sie die gerne über einen Link, nämlich vhs.link/time-to-talk-2023, über unser Fragetool einreichen. Falls Sie jetzt nicht mitgekommen sind mit den Tippen, kein Problem. Der Link kommt hier parallel in den Chat. Genau. Wir werden in der Diskussion einige Fragen aufgreifen, die unsere ExpertInnen dann beantworten können. Falls Sie technische Probleme haben, gerade beim Zuhören, können Sie sich auch über diesen Chat bemerkbar machen oder sich per Telefon an Katrin Achschmann wenden aus dem Team der politischen Jugendbildung. Genau, auch die Telefonnummer dafür finden Sie im Chat, damit wir hier alle gut durchkommen. Zum Anfang habe ich noch einen kleinen Transparenzhinweis heute. Wir sprechen ja über das Thema Inklusion und eben auch Partizipation. Und wir haben uns bemüht, für diesen Web-Talk auch eine Expertin zu gewinnen, die eine unmittelbare Perspektive von Menschen mit Behinderung einbringen kann. Das ist uns leider nicht gelungen. Genau, uns ist bewusst, dass in diesem Fachgespräch also diese Perspektive nun leider fehlt. Das war genau uns nicht anders möglich und wir hoffen trotzdem, hier viele Ansätze von Inklusion und Partizipation heute teilen zu können. Und damit kommen wir auch schon zu unseren Expertinnen des Tages. Die erste Person, die ich vorstellen möchte, ist Lisa Reimann. Lisa Reimann berät verschiedene Unternehmen und NGOs zum Thema Inklusion und das Verbreiteren von vorurteilssensiblen Ansätzen für die inklusive Praxis. Ich freue mich ganz doll, dass du heute dabei bist. Vielleicht magst du dich selber noch mal vorstellen und auch erzählen, wie du vielleicht zu diesem ganzen Thema Inklusion gekommen bist. Genau, die Pronomen, falls Sie Fragen stellen wollen an Lisa Reimann, sind Sie ihr, dass Sie da die richtige Ansprache wählen. Ja, guten Tag und vielen Dank für die Einladung, über das wichtige Thema Inklusion zu sprechen. Also gerade wenn man jetzt gerade die Nachrichten sieht und auch anschaut, wie sich die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Deutschland entwickelt hat, ist es aktueller und wichtiger denn je. Genau, ich bin seit 15 Jahren als Dozentin für inklusive Bildung, inklusive Pädagogik unterwegs. Ich bin selber habe einen Master in Pädagogik und habe mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Ich komme auch aus der Praxis, also ich habe lange in der inklusiven Kinder- und Jugendarbeit gearbeitet, wo inklusive Reisen, inklusive Freizeitarbeit gemacht wurde. Dann habe ich selber viele Kinder mit unterschiedlichen Behinderungen begleitet, Familien begleitet. Und ja, letztendlich bin ich bei dem wichtigen Thema Inklusion sozusagen hängen geblieben. Und habe mich so ein bisschen in Anti-Bias-Ansatz aus Kalifornien verliebt. Also das ist eigentlich das Praxismittel, um Inklusion ganz praktisch, um ein Handwerkszeug zu haben, um Inklusion auch umzusetzen. Und ja, ich war selber auf der ersten Schule im deutschsprachigen Raum, die gemeinsame Kinder mit und ohne Behinderung unterrichtete. Das war damals im Rahmen eines Berliner Schulversuches und auch dort gab es schon viel Widerstand und auch dort waren es die Eltern, die diesen Versuch vorangetrieben haben, so wie man das jetzt heute auch bei vielen Projekten sieht, dass es eigentlich eine Elternbewegung ist und nicht irgendwie staatlich initiiert. Nun haben wir seit 2009 ja eigentlich
ja, Rückenwind bekommen bei der Umsetzung von Inklusion und Menschenrechten durch die UN-Behindertenrechtskonvention. Und ja, dadurch ist das Thema auch so ein bisschen überall, ich sag mal, en vogue geworden, weil es jetzt nicht nur so ein Charity ist, sondern es ist a human right, also es ist ein Menschenrecht geworden und wir haben uns völkerrechtlich einfach dazu verpflichtet, alle Menschen gleichberechtigt teilhaben zu lassen. Und ja, das ist jetzt ein Thema und wie gesagt, weiß ich, ob jemand gestern die Nachrichten geschaut hat, aber in Berlin ist es ja teilweise so, dass jetzt im Rahmen der Anschläge halt auch ja wieder jüdische Gotteshäuser mit Brandanschlägen zu rechnen haben. Und ich hänge immer noch ganz tief in unserer Vergangenheit fest und denke immer an dieses Zitat von Theodor Adorno: Oberstes Ziel von Pädagogik oder Erziehung muss sein, dass Auschwitz sich nicht wiederholt. Und da frage ich einfach, was brauchen wir dann für eine Jugendbildung, was brauchen wir dann für eine Pädagogik der Vielfalt, um genau das zu verhindern? Und ich denke, das ist eigentlich die Antwort. Und ich freue mich, dass wir uns deswegen heute ganz viel auch mit der praktischen Umsetzung und auch mit dem theoretischen Unterbau beschäftigen können. Perfekt, danke dir. Dann haben wir noch eine zweite Expertin da. Tina Hölzel ist das. Und Tina ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Dresden am Lehrstuhl für Didaktik der politischen Bildung und Leiterin des Zentrums für inklusive politische Bildung. Allerdings hat sie mir da gesagt, hat sich das so ein bisschen verändert in letzter Zeit. Genau, deshalb magst auch du dich vorstellen und erzählen, was du da eigentlich gerade so machst. Genau, und auch falls ihr Fragen an Tina stellen wollt, sind auch die Pronomen sie, ihr. Vielen Dank auch für die Einladung. Genau, ich bin Tina Hölzel, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und das Zentrum für inklusive politische Bildung ist tatsächlich in den letzten 2 Jahren so stark in ein anderes großes Forschungsprojekt mit reingewachsen, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar, was man auch so ein bisschen hier im Hintergrund bei mir sieht, ich bin mittlerweile Mitarbeiterin an der John Dewey Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie, schwieriger Name, kurz ist es einfach JODIT. Und wir beschäftigen uns ganz viel mit der Frage, die jetzt auch gerade schon von meiner Vorrednerin Lisa irgendwie angesprochen worden ist, nämlich mit der Frage nach inklusiver politischer Bildung. Also das ist mein Schwerpunkt, das ist der Bereich, aus dem ich auch komme. Also ich beschäftige mich jetzt nicht unbedingt mit allgemeinen didaktischen, pädagogischen Perspektiven auf Inklusion, sondern habe das Thema der Inklusion für die politische Bildung in den letzten Jahren ganz viel gedacht. Man könnte ja meinen, dass die politische Bildung eigentlich schon sich lange damit beschäftigt, weil es ja tatsächlich auch ein genuines Thema, eine genuine Verantwortung der politischen Bildung zu sein scheint, Partizipation und Inklusion irgendwie möglich zu machen. Tatsächlich hat sich die politische Bildung aber wie viele andere Bildungsbereiche zunächst ziemlich schwer getan, das nicht nur als ein Thema der Bildungsangebote aufzugreifen, sondern tatsächlich auch als einen Anspruch an die eigenen Bildungsarbeiten und Angebote überhaupt zu verstehen. Und damit beschäftige ich mich seit jetzt 8 Jahren schon, schreibe auch meine Doktorarbeit zu der Frage, wie eigentlich inklusive politische Bildung gelingen kann, wie sie aussehen kann und bin ganz gespannt, worüber wir heute hier sprechen können. Sehr schön. Ich bin auch ganz gespannt. Genau, ich kenne ja auch noch nicht alle Fragen im Vorfeld. Ich habe mir ein paar überlegt, aber hoffe, dass ganz viele natürlich auch von Ihnen, die gerade zuhören, kommen. Meine erste Frage, die ich aber vorbereitet habe, wäre, wenn wir über Inklusion sprechen, so ein bisschen, was ist es eigentlich, damit wir hier alle mit den gleichen Grundlagen quasi reingehen. Also manche denken jetzt vielleicht an Menschen in Rollstühlen, manche denken vielleicht auch an autistische Kinder und Jugendliche, aber was ist es eigentlich alles mit der Inklusion? Was verstehen wir darunter? Worüber reden wir eigentlich heute? Vielleicht, Lisa, magst du anfangen einfach mal. Ja, sehr gerne. Also Inklusion bedeutet ja jetzt erstmal übersetzt nichts anderes als Einschluss und Enthaltensein. Und wenn man sich, also man kann sich das Inklusionsmodell auch in Etappen vorstellen, dass wir früher quasi die Integration hatten, da ging es um das Dazuholen, ja, also dass ein Kind mit Behinderung beispielsweise darf auch dabei sein. Und heute ist es so, dass man sich von diesen Kategorisierungen mit und ohne Behinderung, deutscher Herkunft, nicht deutscher Herkunft, männlich, weiblich und so weiter verabschiedet. Also man möchte diese dichotome Zweiteilung nicht mehr, dieses Denken in zwei Gruppen, Body Mass Index, Gemäße und Abweichler, deutschen Pass und keinen deutschen Pass und so weiter. Also man möchte das eigentlich überwinden und erstmal nur den Mensch sehen. Und
In der Pädagogik wird das ja immer oft postuliert und trotzdem denken wir immer an diesen Kategorien und in diesen Gruppen. Und Inklusion möchte halt diese binären Denkstrukturen auflösen und ja, einfach allen dieses Recht geben, teilzuhaben und zwar gleichberechtigt. Und deswegen aus, aus der Menschenrechtsperspektive Inklusion und Antidiskriminierung immer die gleiche Seite der Medaille. Also in dem Moment, wo ich etwas, wo ich Inklusion umsetze, brauche ich Strukturen für Antidiskriminierung. Ich muss mir darüber bewusst sein, dass wir in ungleichen Machtverhältnissen leben. Und nur in ungleichen Machtverhältnissen ist Diskriminierung möglich, also dass Menschen ausgeschlossen werden. Und Inklusion meint, dass alle Menschen einfach das Recht haben, dabei zu sein und dass es nicht mehr darum geht, ich kenne das immer so aus uralten Kinderliedern aus meiner Kindheit, wenn Ali jetzt auch mit Fußball spielen darf. Und darum geht es eben nicht. Ne? Also es geht gar nicht mehr um dieses Dazuholen und er darf eben auch, sondern alle sind von Anfang an dabei und möglichst auch von Beginn an der ganzen Biografie eines Menschen. Das heißt von Kindergarten über Schule, über Freizeit und Jugendbildung und so weiter. Also dass alle Beruf ist auch ein großes Thema abgedeckt werden. Und wir haben es da einfach mit wahnsinnigen vielen Widerständen zu tun. Also gerade was das Merkmal Behinderung meint. Ne? Es gibt ja unterschiedliche Merkmale, die auch sozusagen im Antidiskriminierungsgesetz nochmal besonders geschützt sind, aber nicht alle, wie zum Beispiel soziale Herkunft, also Armut beispielsweise und andere Merkmale, die wiederum ja auch nochmal besonders geschützt werden. Und das ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert. So auf der einen Seite wollen wir diese Kategorisierungen nicht, auf der anderen Seite sehen wir einfach, dass Menschen mit Behinderung ganz massiv von, ich muss auch leider den Begriff Aussonderung sagen, bedroht sind oder auch ja in Sondereinrichtungen leben, also in einen kompletten Sonderweg gehen vom Sonderkindergarten über Sonderschule. Ich sage bewusst nicht Förderschule, weil empirisch gesehen dort nicht viel gefördert wird, über Werkstätten, über nochmal einen besonderen Fahrdienst, über besondere Wohnformen. Also komplett eigentlich weg. Und das war eigentlich so eine Idee in den 60er Jahren, dass man sagte, man will Menschen mit Behinderung was Gutes tun mit diesen Sonderinstitutionen. Man hat gemerkt, dass es eigentlich eine komplette Parallelwelt dadurch entstanden ist. Und ja, ausgerechnet über den Weg der Integration wollte man es versuchen. Und ja, und ich freue mich jetzt einfach, dass wir seit 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention haben. Das ist quasi einfach aus der Perspektive, aus der ich oft komme, also diese Menschenrechtsperspektive und auch den Inklusionsbegriff menschenrechtlich verstehe. Genau, dann gibt es diese, vielleicht kann ich noch mal kurz anmerken, warum es eigentlich diese UN-Konvention gibt, weil es gibt ja eine Menschenrechtskonvention und es gibt ja auch eine Frauenrechtskonvention und eine Kinderrechtskonvention. Man hat einfach gemerkt, dass Menschen mit Behinderung aufgrund dieser Sonderwelten, sage ich mal, überproportional hart von diesem Ausschluss betroffen sind und man auch einfach andere Zugänge braucht und vielleicht auch nochmal neue Formen der Adressierung braucht, damit sie das als Selbstverständlichkeit und auch die Gesellschaft als Selbstverständlichkeit empfinden. Und was bietet sich da besser an als inklusive Schulen, wo einfach jedes Kind dabei sein kann und die Unterstützung bekommt, die es auch benötigt. Und da hat man einfach gemerkt bei der UNO, das ist so massive Menschenrechtsverletzung, da hat man sich zusammengesetzt, also viele Menschen mit Behinderung, BotschafterInnen aus der ganzen Welt und haben halt diese Konvention geschrieben, die ja keine Spezialkonvention in dem Sinne ist, sondern einfach die allgemeinen Menschenrechte konkretisiert, auf Menschen mit Behinderung bezogen, also Arbeitsbereich, Bildungsbereich und so weiter. Da gibt es auch eine politische Bildung, also wie komme ich überhaupt in ein Wahllokal, ne, wenn ich vielleicht ja eine Einschränkung habe. Genau, und aus der Perspektive komme ich und da gilt Inklusion einfach als Menschenrecht. Also das ist alles sozusagen verankert in dieser Konvention und ich denke, da gibt es noch unheimlich viel zu tun und das finde ich einfach nur wichtig sozusagen als menschenrechtlichen Unterbau und letztendlich geht es auch darum, wie kann ich es denn umsetzen. Also da geht es auch ganz viel um Sprache, ne? Wie reagiere ich eigentlich, wenn Menschen bestimmte Begriffe verwenden, die andere verletzen. Also um diese praktische Umsetzung. Und da kommt dann zum Beispiel inklusive Pädagogik ins Spiel, die auch sehr partizipativ ist, anders geht es nämlich gar nicht. Ja, und vielleicht können wir noch im Laufe des Gesprächs darüber reden. Genau, ich würde tatsächlich noch vielleicht ein paar Sachen irgendwie ergänzen, die vielleicht auch spezifisch für die politische Bildung sind, aber vielleicht auch gar nicht so sehr.
Ich glaube, was man erstmal ganz allgemein bei dieser Frage, die wichtig ist, ne, also worüber sprechen wir hier, was denken wir eigentlich, wenn wir Inklusion meinen oder auch aussprechen, das ist eine Frage, auf die wir, also zum Beispiel in der Wissenschaft, aber auch in der Praxis, keine einheitliche Antwort haben. Also es gibt nicht die Definition von Inklusion, der sich mittlerweile alle angeschlossen haben, die man auch als Common Sense sozusagen in der Praxis oder in der Wissenschaft irgendwie zur Bildung und zur Inklusion benennen könnte. Das ist eine Herausforderung, würde ich auch sagen, wenn wir darüber sprechen, dass Menschen unterschiedliche Sachen damit meinen und dass auch tatsächlich das, was ich meine, natürlich dann, wenn ich eine bestimmte Vorstellung von Inklusion habe, hat einen Einfluss darauf, was ich später in Praxis auch mache. Und wir haben das gemerkt, dass wir in der Auseinandersetzung mit politischer Bildung und Inklusion deswegen tatsächlich immer so vier Fragen stellen, wenn wir uns befragen, was wir eigentlich mit Inklusion meinen. Und eine Frage wurde jetzt gerade von Lisa zum Beispiel auch schon ganz viel angesprochen, nämlich wen meinen wir eigentlich, wenn wir von Inklusion sprechen? Wer ist die Zielgruppe von Inklusion? Und da gibt es durchaus auch in der Geschichte des Begriffs, der sich ja in den letzten Jahren auch gewandelt hat und geöffnet hat in verschiedene Zielgruppenrichtungen, unterschiedliche Antworten. Ne? Also die meisten Menschen denken, wenn es um das Thema Inklusion geht, schon vor allem erstmal an Menschen mit Behinderung. Dann wird das teilweise erweitert im intersektionalen Kontext zum Beispiel durch verschiedene andere Ausschlusskriterien zum Beispiel, also durch verschiedene Ausschlusslinien, denen Menschen sozusagen in ihrem Leben begegnen können, weil auch das ist wichtig, ne, Menschen sind niemals auch nur eine von diesen Kategorien alleine. Also jemand ist nicht nur eine Frau, jemand ist nicht nur behindert, jemand ist nicht nur das eine oder andere. Und deswegen spricht auch viel dafür, sozusagen in diesem Inklusionskontext, wie das gerade schon angedeutet wurde von Lisa, eben tatsächlich diese Zielgruppen zu erweitern und nicht immer nur im Kontext von Inklusion von Menschen mit Behinderung zu sprechen. Das sage ich aber mit einer Einschränkung, weil es gibt gute Gründe, warum gerade auch aus der Selbstvertretung von Behinderten, ne, die diesen Begriff nach vorne gebracht haben, die diesen Begriff geprägt haben und hochgebracht haben, warum sie sagen, sie wollen diesen Begriff teilweise auch nicht teilen. Das hat gute Gründe, weil es schon so ist, dass wenn der Begriff oder ne, die Zielgruppe von Inklusion geöffnet wird, Menschen mit Beeinträchtigung, Menschen mit Behinderung häufig diejenigen sind, die als erstes wieder rausfallen. Deswegen muss man da vorsichtig sein. Also ich finde es gut, den Begriff zu öffnen, vor allem auch, weil es nämlich heißt, dass nicht nur Menschen, die bisher nicht dabei waren, sich inkludieren sollen, jetzt mit dabei sein dürfen. Auch die Menschen, die von Ausschluss bisher nicht betroffen waren, müssen von Inklusion adressiert werden, weil sie müssen mitmachen. Was meine ich damit? Also konkretes Beispiel in der Schule, wir haben das heute schon ein bisschen gehabt, es geht auch im außerschulischen Kontext. Wenn Menschen mit einer Behinderung in Klassen reinkommen, dann reicht es nicht, wenn diese Menschen sich anpassen oder wenn diese Menschen irgendwie sich irgendwie integrieren sollen. Alle anderen Menschen, die bereits vorher schon da waren, die von Ausschluss nicht betroffen waren, müssen von Inklusion genauso adressiert werden. Da geht es zum Beispiel um Privilegienchecks, um Vorurteile und so weiter. Also auch diese Frage schwingt mit. Eine andere Frage ist auch, wenn wir von Inklusion sprechen, wo denken wir Inklusion? Meinen wir damit, das ist häufig so, wir meinen die Integration von Menschen mit Behinderung in Schule. Aber das hat Lisa auch schon gerade angesprochen, was ist mit dem Berufsleben? Was ist dann nach der Schule? Also wenn Menschen eine inklusive Schule erleben und dann in eine exklusive Gesellschaft kommen, dann haben wir ein Problem. Deswegen ist sozusagen auch da das Spektrum von, was meinen wir eigentlich, wo verorten wir Inklusion, wichtig zu fragen. Und wir würden immer sagen, dass das tatsächlich auch was ist, was vernetzt verlaufen muss. Also es hilft nicht, wenn alle ihre eigene Inklusion machen, sondern tatsächlich muss sich eine Gesellschaft gemeinschaftlich vernetzt auf den Weg machen, Inklusion voranzubringen. Eine andere Frage, und das ist sozusagen auch die Frage nach dem Ziel, ne? Also sollen Menschen jetzt nur dabei sein dürfen? Das reicht eigentlich als Inklusion noch nicht, wird aber oft als inklusive Zielformulierung formuliert. Ne? Ja, die sollen halt mit dabei sein, ja, aber nur weil die mit im Raum sind, ist noch keine Inklusion passiert. Also auch da gibt es sozusagen unterschiedliche Ebenen, auf denen man sozusagen Antworten für den Inklusionsbegriff, für das Inklusionsverständnis finden kann. Und die wichtigste auch mit am Ende ist nämlich nochmal vor allem für die Praxis dann, für die eigene Haltung zur Inklusion. Was meinen wir eigentlich? Also ist Inklusion ein fester Zustand, den wir an Tag X erreichen können? Oder ist Inklusion ein Prozess, der sich auch tatsächlich immer wieder erneuert? Meine Haltung dazu, zu dieser, da gibt es unterschiedliche Argumentationen auch, meine Haltung dazu und mein Verständnis von Inklusion ist, dass Inklusion ein Prozess ist. Warum ist das meiner Meinung nach so? Weil, und das haben wir gerade auch schon gehört, zum Beispiel auch mit dem aktuellen Blick nach Berlin oder in die Welt leider, wie man das gerade sagen muss, Ausschluss erneuert sich ständig.
Also es gibt immer wieder neue Formen von Ausschluss, die in neuen Kontexten, in neuen Formaten, in neuen Sprachen und so weiter auftreten, die wir heute vielleicht auch noch gar nicht alle kennen. Das heißt also aber auch, dass sich Inklusion immer wieder neu anpassen muss. Weil wenn Ausschluss immer wieder neu entsteht, müssen tatsächlich auch Inklusionsprozesse immer wieder neu gedacht werden. Das ist eine Herausforderung, weil wir alle wissen, wie motivierend eine nicht endende Geschichte, ein nicht endender Prozess sein kann. Das heißt aber auch, dass wir Inklusion, so wie wir es verstehen, tatsächlich mit Meilensteinen und immer wieder Reflexion und Überprüfung dessen, was passiert ist, verknüpfen müssen, aber Inklusion nicht als einen festen und an einem bestimmten Tag zu erreichenden Zustand beschreiben können, sondern eher als ein Prozess und eine Art und Weise des Arbeitens, die wir einüben müssen. Das sind so ungefähr, jetzt ungefähr, aber das sind die Fragen, die uns oft geholfen haben, wenn wir uns gefragt haben, was eigentlich Inklusion ist und was wir damit meinen. Okay, danke euch. Also ich habe jetzt als quasi aktive Volkshochschulmitarbeiterin, hätte ich jetzt den Webtalk gehört, hätte euch zugehört und gedacht, jetzt weiß ich, dass es die UN-Behindertenrechtskonvention gibt. Ich habe nochmal gegoogelt irgendwie und ich habe irgendwie genau gelernt, dass es irgendwie darum geht, verschiedene Menschen einzubinden. So, okay, aber was mache ich denn jetzt? Und Tina, du hattest erzählt, dass ihr auch so ein bisschen beratet. Und jetzt bin ich Volkshochschulmitarbeiterin. Ich habe total Lust, was Inklusives zu machen. Aber ja, schon die Frage jetzt irgendwie, was, wie fange ich denn da an? Wie können wir denn irgendwie, genau, als Volkshochschulmitarbeiterin jetzt starten und mir überlegen, wie ich dieses Projekt denn am besten aufbaue? Ja, also es gibt keine Rezepte. Das ist immer die Antwort, die ich als erstes erstmal geben muss und vielleicht auch die Enttäuschung, die ich damit auslöse. Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, dass es tatsächlich, also jetzt mittlerweile auch in den letzten Jahren irgendwie viel passiert ist. Vor allem auch in Praxis ist viel passiert, wo man sich Sachen abgucken kann. Ich würde jetzt zum Beispiel schon mal als erstes direkt sagen, wenn es jetzt die Idee ist, sich auf diesen Weg zu machen, sollte man das nicht alleine machen, sondern man sollte tatsächlich von Beginn an Partizipation auch schon in der Planung von Veranstaltungen irgendwie einbringen. Und das heißt auch, dass sich Teams von bestimmten pädagogischen oder bildnerischen Einrichtungen diverser aufstellen müssen. Weil ich finde, es darf nicht so gehen, und wir hatten das gerade auch schon, ne, dass zum Beispiel Menschen zu Stellvertretern irgendwie für eine ganze Gruppe gemacht werden und unter diesen Aspekten zu ehrenamtlicher Arbeit verpflichtet werden, was oft so ist, ne, in partizipativen Ansätzen. Das finde ich ein großes Problem, sondern für mich geht es wirklich darum, Menschen in Lohnarbeit tatsächlich auch zu bringen, die vielfältige Perspektiven einbringen und vertreten können. Und das nicht erst sozusagen in der Reflexion von einem Projekt, in der Umsetzung von einem Projekt, sondern tatsächlich von Beginn an in der Planung von Projekten. Also Teams divers aufzustellen und tatsächlich auch in Zielgruppen gemeinsam zu fragen, was eigentlich Interessenlagen sind. Also auch Themen nicht einfach zu setzen. Also auch Menschen, die sich partizipativ inklusiv engagieren, wollen vielleicht zu ganz anderen Themen als jetzt immer nur Partizipation und Inklusion arbeiten und sprechen. Und das wäre auf jeden Fall was, wo ich so von Beginn an ansetzen würde. Ich weiß, dass das in der Praxis teilweise schwer ist, weil zum Beispiel auch da, das haben wir in den letzten Jahren immer wieder kennengelernt und lernen müssen, dass sich Förderrichtlinien ändern müssen. Also weil, wenn wir in Förderrichtlinien für bestimmte Bildungsprojekte, na, viele Bildungsprojekte auch von der VHS, müssen in Berichterstattungen irgendwie dokumentiert werden. Wenn da von Anfang an klar gesagt wird, welche Zielgruppe ich mit wie vielen Personen und zu welchem Thema erreiche, ist das schwierig, weil Inklusion ganz viel von Flexibilität lebt. Ja, also Partizipation bedeutet im Prinzip auch, dass ich nicht zu 100% vorher sagen kann, was passieren wird. Ne, also ich kann nicht sagen, was die engen Themen, was der genaue Ablauf ist, weil ich mich auf die Gruppe einstellen muss. Und das ist auch was, was wir eigentlich für alle Menschen sagen können. Das ist erstmal ganz unabhängig davon, mit welchen besonderen Bedürfnissen, mit welchen Geschichten, mit welcher Biografie, mit welcher Bildungsbiografie oder was auch immer Menschen ankommen. Wir müssen erstmal gucken, wie die drauf sind, was die interessiert, was die machen wollen, was sie machen können. Ja? Und deswegen ist es natürlich schwierig, dass Förderrichtlinien oft sehr, sehr eng gesteckt sind. Und das ist auch was, also da tatsächlich sich auch in der eigenen Rolle als Bildnerin neu zu identifizieren,
identifizieren, sich neu zu verstehen. Na, also wir sind Ermöglicher für Lernräume und wir sollten Lernräume auch in der VHS so gestalten, dass Menschen sie sich aneignen können. Also dass Menschen sie verändern können. Und wenn es Sachen gibt, die nicht veränderbar sind, manchmal ist das so. Wir wissen das, ne, dass manchmal Räume oder Zeiten festgelegt sind. Dann müssen wir das transparent machen. Dann müssen wir sagen, das und das können wir übrigens gemeinsam entscheiden und das nicht, weil es gibt die und die Gründe dafür. Das ist auch schon der nächste Punkt, Orte. Orte und Räume sind ganz, ganz wichtig. Wir haben schon gehört, dass Sprache natürlich auch ein zentraler Fokus ist bei Inklusion. Also wie sprechen wir, worüber sprechen wir, mit welcher Sprache sprechen wir, welche Angebote auch für verschiedene Formen von Kommunikation geben wir in der Ankündigung von Veranstaltungen, aber dann auch in der Veranstaltung selber. Das ist ganz, ganz wichtig und Orte sind dabei auch nicht zu unterschätzen. Ganz viele Orte, oft von Bildungsangeboten, sind aus verschiedenen Gründen für Menschen nicht zugänglich. Und da sind natürlich Klassiker dabei wie, okay, sie sind nicht bereuebar. Ja, aber es gibt auch viele Räume für Menschen, die aufgrund von der Sozialisation, also von dem, was ich bisher im Leben erlebt habe, belegt sind und oft negativ belegt sind. Zum Beispiel ist Schule leider für viele Menschen, die von Ausschluss betroffen sind, ein sehr negativ geprägter Ort. Auch bei inklusiven Aspekten über sowas nachzudenken, also welche Bedeutung haben bestimmte Räume für bestimmte Gruppen, ist ganz, ganz zentral und auf jeden Fall eine Sache, die man verfolgen sollte. Und weil das vorhin einmal schon von Lisa kam, würde ich auch gerne nochmal an einer Stelle auf eine Sache hinweisen, die ich ganz spannend finde, auch für den eigenen Inklusionsprozess. Und zwar hat Ann-Mai Boger, eine Wissenschaftlerin aus Deutschland, ein ganz großartige Dissertation und ganz großartige Publikation zur Inklusion herausgebracht. Und da die zentrale Erkenntnis von ihr ist, dass wir in der Inklusion, wenn wir sie praktisch umsetzen wollen, oft vor einem Dilemma stehen. Und sie hat das in so einem Trilemma aufgezeichnet, also dass man sozusagen ein Dreieck hat. Und sie sagt, Inklusion fokussiert und zielt eigentlich immer auf eine Normalisierung, auf Empowerment oder auf eine Dekonstruktion ab. Ne? Also Normalisierung ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, nee, alle Menschen sind unterschiedlich und es ist egal, wie unterschiedlich sie sind. Empowerment kennen viele, ne? Die Bestärkung von Gruppen, die Bestärkung von einzelnen Personen. Und Dekonstruktion meint tatsächlich auch zu sagen, drei Menschen mit Behinderung sind teilweise so unterschiedlich zueinander, wie sie mit anderen Menschen auch unterschiedlich sein können. Also das ist das Auseinanderbauen von ganz festen Konstrukten. Und was sie in diesem Trilemma gesagt hat, was ganz spannend für die Praxis ist, ist, man kann niemals alle drei Ziele gleichzeitig verfolgen. Und das ist ganz wichtig, weil das nämlich auch für Prozesse bedeutet, es braucht manchmal, bevor es zu einer Auseinandersetzung, bevor es zu einer Kooperation kommen kann, sichere Räume. Also Inklusion heißt nicht, dass wir immer von Anfang an alle Menschen zusammen aufeinander loslassen. Ja, und dass immer alle Menschen das Gleiche bekommen. Das heißt Inklusion nicht. Wir brauchen keine Gleichheit, sondern wir brauchen eine angepasste Gerechtigkeit. Ja, und das ist, glaube ich, wichtig. Und dann können wir die verschiedenen Ziele immer im Duett verfolgen, aber nie alle gleichzeitig. Also wir können nicht eine Gruppe in ihrer Besonderheit empowern und bestärken und gleichzeitig diese Gruppe dekonstruieren. Das funktioniert nicht, aber das ist okay, weil Inklusion eben mehrere Schritte braucht. Das waren jetzt so ein paar erste Gedanken, die mir eingefallen sind. Vielen Dank. Ja, Lisa, ich würde das Thema auch an dich weitergeben, aber vielleicht mit einem kleinen Twist. Du hast ja als Mitglied der Expertenkommission bei FINEO 2013-14 eine Expertise erstellt zu Gelingensfaktoren, Barrieren und Mindestkriterien für Inklusionsprojekte. Das ist zwar jetzt 10 Jahre her, aber also wenn ich so aus anderen Bereichen kenne, wahrscheinlich hat sich da leider noch nicht so viel getan, wäre jetzt mein Guess. Vielleicht magst du noch mal erzählen, gerade diese Mindestkriterien würden mich, glaube ich, interessieren, aber auch gerne alles andere, was dir einfällt, was ihr denn da so herausgefunden habt, ob genau da noch was anderes ist, als das, was Tina eben schon erzählt hat. Ja, sehr gerne. Also bei FINEO ging es darum, dass Einrichtungen und Projekte ein Siegel bekommen, dass sie wirken. Also es ging um Wirksamkeit. Genau, und ich hänge auch immer noch an diesem Inklusionsbegriff, weil ich, wie gesagt, das doch diese menschenrechtliche Perspektive sehr wichtig finde und auch diese menschenrechtliche Idee von Inklusion. Es ist nämlich nicht ein in dem Sinne ein diffuser Begriff, den ich beliebig irgendwie anwenden kann und sagen kann, als Sondereinrichtung oder Förderschule, die sind doch inklusiv, weil sie haben unterschiedliche Behinderungen bei uns. Das habe ich auch schon gehört.
Ja, und aus der Menschenrechtsperspektive sind das überhaupt nicht Orte der Inklusion, sondern die gehören wirklich abgebaut. Und das hat auch die letzte Staatenberichtsprüfung ganz aktuell, die dritte in Genf, gezeigt, dass der UN-Fachausschuss, der Convention of the Rights of People with Disabilities, gesagt hat, wir müssen weg von dieser Doppelstruktur, wir müssen weg von der Förderschule. Sie muss in die allgemeine Schule, weil Menschen so massiv benachteiligt werden und diese ganzen Strukturen, von denen Tina auch gesprochen hat, dass auch eine Gesellschaft inklusiv sein muss, das lerne ich ja als kleines Kind, als junger Mensch in der Schule. Ich bin aufgewachsen mit Kindern, die plötzlich laut schrien, die den Lichtschalter 100-mal auf und an und aus machten, die einen Spruchfaden hatten, der bis zum Boden reichte, und die waren Mitglied der Schulgemeinschaft und sie gehörten dazu. Und das war für mich oder für Kinder, und so erlebt man das ja auch oft, Alltag. Und wenn man mich damals gefragt hätte, kennst du einen Menschen mit Behinderung, hätte ich gesagt, nö, kenne ich nicht. Ne? Weil ich kenne den Ali, ich kenne die Tanja, ich kenne den Samuel, die kenne ich. Aber ne, und so ist es ja auch so, dass Kinder so aufwachsen und das als Selbstverständlichkeit auch sozusagen wahrnehmen. Was ganz wichtig ist, ist natürlich, und für die Gelingensbedingungen, das hat Tina ja auch schon gesagt, nochmal dieses Motto der Behindertenbewegung aus, die auch in den USA ihren Ursprung nahm im Zuge der Bürgerrechtsbewegung und dann mit Verspätung nach Deutschland schwappte. Das ist bei ganz vielen Bewegungen so. Da war das Motto nothing about us without us, also nicht über uns ohne uns. Dass ich mir rechtzeitig, also wenn ich mich auf den Weg machen möchte, auch mit Verbänden, also auch SelbstvertreterInnen-Organisationen, auch hier haben wir im Rahmen dieser ganzen Fürsorgepolitik der 60er Jahre unheimlich viele große Verbände, auch in NRW, der Landesverband und so weiter, die Lebenshilfe, wo Menschen ohne Behinderung sich für Menschen mit Behinderung einsetzen. Und das kann, da gibt es auch oft kommt es zu Fehlern, und deswegen finde ich es ganz gut oder sehr wichtig oder eigentlich notwendig, dass man sich mit Menschen mit Behinderung auseinandersetzt. Und dann kommt man auch in dieses rein, wenn man kooperiert, ja, wie wende ich eine diskriminierungssensible Sprache an, wie möchtest du, dass ich dein Merkmal bezeichne. Ne? Wenn ein Kind zu mir sagt, es ist ein Rolli, dann ist es der Rolli, dann muss ich nicht sagen, das heißt aber Rollstuhl. Ne? Also dass die Menschen die Bezeichnung nehmen, die sie für richtig halten. Das Gleiche gilt für POC, also für schwarze Menschen, das Gleiche gilt für ganz viele Merkmale, wo ich unsicher bin. Und diese Unsicherheit, die gehört dazu. Und deswegen finde ich es erstmal gut, wenn man sagt, wir machen uns auf den Weg. Und auf der anderen Seite ist man ja schon, sage ich mal, divers. Es ist vielleicht nicht immer sichtbar, aber wenn man davon ausgeht, 10% der Weltbevölkerung haben eine Behinderung. Und auch bei der, oder man ist nicht heterosexuell, auch da gibt es ja viele Zahlen und so weiter. Also das ist, wir Menschen sind ja divers, es geht nämlich auch hier um Sichtbarmachung. Und wer gesehen wird, ist sichtbar. Also so ist ja dieses Credo in unserer Gesellschaft. Und wer wird denn gesehen? In den Medien, auf der Internetseite, in den Katalogen, in den Filmen. Ist es der weiße, heterosexuelle, nicht behinderte Mann? Oder sind es viele verschiedene andere Vielfaltsaspekte? Und da kann man natürlich auch nochmal rangehen. Und also gerade wenn man Zugänge schaffen möchte, wie die aussehen, wie vielfältig die gemeint sind und sich natürlich auch theoretisch, es gibt den Index zur Inklusion, den hat damals Andreas Hinz, also dieser Begriff, um nochmal da einen Schwenk hinzumachen, Inclusive Education, der tauchte erstmals in der Salamanca-Deklaration auf, es ging um Bildung, um inklusive Bildung, damals in Spanien. Wo man sozusagen das erste Mal gesagt hat, so jetzt hier mit den Förderschulen, das gehört zusammen. Und Deutschland ist ja da auch auf einem Sonderweg, ne? Also kein anderes Land außer ein paar Nachbarstaaten, Luxemburg, sondert so viel aus wie wir, ne? Also allein im Schulbereich. Und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn es im Berufsleben Vorurteile und Vorbehalte gibt, ne? Weil wenn ich nicht von klein auf mit diesen inklusiven Strukturen groß werde, dann wird es halt immer schwieriger. Also ich kann diesen Index für die Kommune zum Beispiel nehmen, und das ist auch, was schon angesprochen war, dieses Waschmaschinenprinzip drin, dass es ein ständiger Evaluationsprozess ist, also wo stehen wir, wo wollen wir hin. Ich kann auf der Seite von Aktion Mensch auch nochmal schauen, als Praxisbeispiel, man muss das Rad ja nicht neu erfinden, sondern es gibt unheimlich viele Projekte, und wenn ich mir dann auch Menschen an die Seite hole, mich da auch beraten lasse, um wie es auch eigentlich geht,
und mich mit meinen eigenen Vorurteilen zu beschäftigen. Ne? Darum geht es ja auch. Ich gehe ja daran und bin ja nicht die Expertin für verschiedene Merkmale, sondern was weiß ich eigentlich über, welche Diskriminierungserfahrungen machen eigentlich Menschen of Color, transgeschlechtliche Menschen, Menschen, die, denen man die Behinderung vielleicht ansieht. Also welche Erfahrungen mache ich? Und da gibt es ja sozusagen auch unheimlich viele Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen. Also diskriminierungssensibel zu sein, also ne, zu gucken, wie entsteht das und wie, wie kann ich vermeiden und ja, auch nochmal im Kopf zu haben, es geht nicht um dieses, was ja auch schon angesprochen wurde, um diesen bloßen Kontakt. Einfach, ne, das ist ja so diese Kontakthypothese, die auch stimmt nach Clerkett, also dass man sagt, wenn Menschen miteinander Kontakt haben, dann entwickeln sie günstigere Einstellungen gegenüber den Merkmalen Behinderung zum Beispiel. Aber es geht auch um die Qualität des Kontaktes. Man braucht ein gemeinsames Ziel. Wir brauchen ein gutes Klima, eine gute Stimmung und so weiter. Ne? Also, dass ich das auch nochmal im Kopf habe. Ja, bei den Mindestanforderungen, sage ich mal, fände ich es erstmal wichtig, sich vor allem die UN-Behindertenrechtskonvention einmal wirklich anzugucken, um einfach zu verstehen, es ist nicht irgendwie so, und das haben wir ganz tief oft noch in uns drinne, dass ich irgendwie was Gutes tue, indem ich es mache, ne? Sondern es ist wirklich ein Anspruch, es ist ein Rechtsanspruch, und es geht um eine Gleichberechtigung, ja. Es geht darum, dass, genau, dass ich von meinen Privilegien, dass ich mir darüber bewusst werde und dann andere Zugänge schaffe. Und dann kann man natürlich auch nochmal, wenn man vor allem mit dem Index zur Inklusion für die Kommune arbeitet, das ist ein ganz tolles Buch, das ist auch sehr einfach, das ist auch überhaupt nicht theoretisch, mit ganz vielen lustigen Zeichnungen und vor allem auch ganz vielen Fragen, dann komme ich da ein riesiges Stück voran. Und dann kann ich mir natürlich auch Gedanken machen über verschiedene Zugänge, wie natürlich, ne, das wurde ja auch angesprochen, Barrierefreiheit, aber oft wird es immer so als Totschlagargument und also wirklich dieser Prozentsatz von Menschen, mit denen die auf Barrierefreiheit angewiesen sind, im Sinne von DIN 18024, also ne, um beräubar zu sein, ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, wir sind offen dafür, wir machen es möglich. Sag mir, was du brauchst und wir versuchen vielleicht einen anderen Raum zu, ne, also dass man da kreativ wird und nicht gleich so ein Ausschlusskriterium hat. Ne? Also das wird ja heute auch der Brandschutz und alles wird immer plötzlich, gehen bestimmte ganze Sachen nicht mehr. Ich weiß noch, in den Schulversuchen in den 80er Jahren, da wurde das Kind mit einem Feuerwehrtragetuch die Treppe hochgetragen, weil es keinen Fahrstuhl gab. Also nicht, dass es jetzt mein Anspruch ist, ja, also Barrierefreiheit ist ja barrierefreie Frauen, ist jetzt auch in den Gesetzen verankert. Nur was ich damit sagen will, ist, wenn man es wirklich möchte, dann findet man bestimmte Wege. Genau, und dann, wie gesagt, sich über die Ressourcen und die Rahmenbedingungen nochmal Gedanken zu machen, wie kann ich das adressieren, weil viele vielleicht auch erwachsene Menschen mit Behinderung Angebote von Volkshochschulen nicht automatisch für sich in Betracht ziehen. Ne? Also wie kann ich da eine gute Ansprache finden und vielleicht kann ich dann, und das ist dieses Dilemma, was ja auch angesprochen wurde, einerseits weg von den Kategorisierungen und vielleicht nochmal sagen, wir sind offen für alle Menschen, für Menschen mit und ohne Behinderung, egal welcher Herkunft, für Außerirdische und Irdische, man kann es ja mit den Augenzwinkern machen, also dass ich wirklich nochmal eine gezielte Ansprache habe und und auch im Vorhinein dann mich mit anderen Vereinen, Verbänden, SelbstvertreterInnen, Organisationen zusammensetze, zum Beispiel Mensch zuerst, People First Deutschland, das ist die Organisation von Menschen, die als geistig behindert bezeichnet werden, also die lehnen den Begriff ab, er verletzt uns, er macht uns schlecht, sagen sie. Ich verwende deswegen diesen Begriff nicht. Sie möchten Menschen mit Lernschwierigkeiten genannt werden. Also, dass ich mich wirklich auch mit, mich mit Menschen beschäftige, die es auch betrifft und versuche, darüber Angebote zu schaffen. Genau. Und finde ich, was ich total wichtig finde, weil Sprache transportiert Macht, und setzt Normen. Also es gibt Menschen, die am oberen Hebel der Gesellschaft sitzen und in dem Moment, wo ich ein Angebot mache als Volkshochschule, setze ich Norm, dass ich mich tatsächlich auch mit einer diskriminierungssensiblen Sprache befasse und wirklich auch nochmal abchecke, welche Botschaften setze ich eigentlich damit. Ja.
Genau, ich hatte gerade schon mal, weil jetzt gerade so gute Sachen von dir genannt würden, die ich, glaube ich, gerne nochmal unterstreichen würde. Ich finde gerade, ich fange mal von hinten an, gerade wenn man tatsächlich auch genau das, was du sagst, ne, Menschen, die vielleicht bisher noch nicht unbedingt zum Publikum, zu den TeilnehmerInnen gehört haben, die man selber erreicht hat, ich mit bitte auch dann immer so, ich denke dann mit Geduld, also dass man sich nicht irgendwie dann auch direkt schon frustriert irgendwie in die Ecke wirft, weil bei der ersten Veranstaltung, die man dann mal inklusiv gemacht hat, jetzt noch nicht der Raum voll mit Menschen war. Also da braucht es auch tatsächlich Geduld seitens der Geduld und einen langen Atem und tatsächlich auch eine langfristige Bereitschaft und Motivation, das immer wieder zu machen, weil natürlich Menschen an Orten, an denen sie bisher eher Ausschluss erfahren haben oder gewusst haben, dass sie nicht gemeint waren, jetzt nicht bei der ersten Möglichkeit einen die Tür einrennen. Ja, also das finde ich wirklich wichtig, da Geduld irgendwie zu adressieren und eben auch, wenn es um zum Beispiel Sensibilität und Sichtbarkeit geht, das auch auf verschiedenen Ebenen sichtbar zu machen. Es reicht nicht, ja, bei Anmeldung zum Beispiel so ein Feld mit Bedürfnissen nur zu machen. Das kann mit dazu, aber ich finde es wichtig, wenn man zum Beispiel auf verschiedene Auswahlkategorien, ob das jetzt tatsächlich Betreuung von Kindern, verschiedene Sprachangebote, Zugänglichkeit, dass man sichtbar macht, man hat sich damit beschäftigt und man sieht Menschen, ja, man sieht Bedürfnisse, das auch auf so einer Ebene von einem Anmeldebogen zum Beispiel sichtbar zu machen und natürlich noch zusätzlich ein Feld, wo man noch über dies hinaus Bedarfe anmelden kann, aber da tatsächlich auch eine Repräsentation, Sichtbarkeit und das schafft nämlich den Moment von, ich bin wirklich gemeint, weil ich nämlich wirklich mitgedacht wurde und ich nicht wie zum hunderttausendsten Mal jedes Mal, es hat letztens eine Kollegin gesagt, die im Rollstuhl sitzt, zum hunderttausendsten Mal in das leere Feld eintragen muss, ich brauche bitte eine barrierefreie Umgebung irgendwie, sondern das dasteht, weil ich dann sehe, ich bin mitgemeint, ich bin mitgedacht und Menschen hatten schon die Idee, dass ich zum Beispiel diesen Bedarf habe und ich muss ihn nicht jedes Mal neu ausformulieren, sondern ich kann ihn zum Beispiel einfach mal ankreuzen. Das ist wichtig und was mir noch sehr, sehr wichtig ist, gerade in Bildungssituationen selbst. Es ist wichtig, wenn Menschen zusammenkommen, dass Menschen, die bisher stark von Ausschluss betroffen sind, nicht zum Gegenstand von Unterricht oder zum Gegenstand von Lernsituationen gemacht werden. Das finde ich ganz wichtig. Das kommt manchmal ein bisschen falsch rüber, wenn man von dieser Kontakthypothese spricht und sagt, es ist wichtig, Menschen in Kontakt zu bringen, das zu normalisieren, das ein Miteinander, ne, das ist total wichtig. Was nicht sein darf, ist, dass wir darauf bauen, dass diese Menschen zum Beispiel ihre Diskriminierungserfahrung, ihre Ausschlusserfahrungen sichtbar machen, sich wieder erklären darin, wie schlimm das eigentlich ist, dass sie das wirklich erleben. Das geht auf gar keinen Fall. Also manchmal ist es ja auch wichtig zu hören, was man nicht machen soll. Deswegen würde ich das gerne nochmal ganz deutlich herausarbeiten, zu sagen, Menschen sind niemals mit ihren Geschichten, mit ihrer Person, mit ihrer Biografie Gegenstand von Lerngelegenheiten. Niemals. Sie können Räume bekommen und das ist gut, wenn sie selber selbstbestimmt möchten, Erlebnisse zu teilen, Perspektiven zu teilen, aber sie dürfen niemals dazu genötigt werden, niemals so exponiert werden. Ne? Das kennen wir. Das ist auch, das passiert oft nicht aus einem bösen Willen heraus, dann zu sagen, aber erzähl du doch mal, sag du doch jetzt mal, wie das für dich ist, welche du Erfahrungen du gemacht hast. Damit werden Menschen immer wieder auch in eine Retraumatisierung gebracht. Das ist ganz, ganz wichtig in Inklusion, dass das nicht passiert. Selbstbestimmtes Einbringen auf jeden Fall und sichere Räume dafür schaffen unbedingt. Aber wir dürfen Menschen nicht zum Gegenstand von unserer Bildung machen. Weil wir sagen immer vereinfacht, die Frage ist ganz wichtig, die man sich stellt, wer lernt hier an wem was? Und das ist eine wichtige Frage, die man sich stellen muss. Danke Kann ich euch. dazu gleich einhaken, weil da geht es nämlich um genau um diese praktische Umsetzung, um diesen Konflikt, was man halt nicht machen soll. Da möchte ich gerne nochmal Werbung für den Anti-Bias-Ansatz machen. Da geht es wirklich um Vorurteile und wo ich mich erstmal mit mir selber beschäftige. Und der Anti-Bias-Ansatz, der hat vier Ziele, wenn ich mit Gruppen von Menschen arbeite. Und ich habe ja auch verstanden, dass es ja auch um Jugendliche geht, was ja nochmal eine besondere Zielgruppe ist, weil die ja nochmal eigentlich die Identitätsentwicklungsphase ihres Lebens haben und gleichzeitig sich gar nicht mit ihrer Identität so beschäftigen wollen, also eher zumachen, also in vielen Biografien. Also das ist, gehört ja auch dazu, dass man, dass manche Sachen auch schambehaftet sind. Also ich kann das alles nur unterstreichen. Das erste Ziel ist tatsächlich, dass ich mir erstmal Gedanken mache, mit wie vielen Identitäten habe ich es eigentlich zu tun, mit verschiedenen Identitäten, was habe ich da an Vielfaltsmerkmalen, an Heterogenitätsmerkmalen in der Gesellschaft oder auch schon an unserer Volkshochschule oder auch bei unseren
Klienten und Klientinnen, dass ich wirklich mich mit diesen unterschiedlichen Identitätsmolekülen, sage ich mal, aus die ein Mensch besteht, Tina hat ja diese intersektionale Perspektive schon angesprochen, an diese Überschneidungen und Kreuzungen, aus denen ein Mensch besteht. Ich bin weiblich, ich bin lesbisch, ich bin alleinerziehend, ich bin Joggerin oder ich war Joggerin, wie auch immer. Also ich bin Mutter. Also dass ich mich mit diesen ganzen Sachen beschäftige, das vereinfacht dann auch so einen Aufnahmebogen oder was man da auch immer hat, ne? Weil man eben eine ganz andere Ansprache dann hat, wenn ich weiß, ne, ja, also ich fühle mich zum Beispiel nicht angesprochen, wenn da steht, lieber Schüler, ja, so, ich bin eine Schülerin, also ich werde nicht mit gemeint, das ist jetzt nur so eine Kleinigkeit, aber die hat eine große Wirkung einfach auf die Menschen. Und also wenn ich mich darüber Gedanken mache, das zweite Ziel ist, wenn ich diese verschiedenen Vielfaltsaspekte wahrgenommen habe, dass ich dann versuche, diese Vielfalt positiv zu sehen und zu gestalten und zu erleben und auch auf die Gemeinsamkeiten wieder zurückkommen. Ne? Also ne, das, wir sind alle sehr unterschiedlich, haben unterschiedliche Bedürfnisse und haben alle die gleichen Rechte und sind alle, also wenn das Ziel ist, jetzt irgendein Projekt zu gestalten, haben alle die und die Ziele und mögen das und das fertig bringen zum Beispiel. Und das dritte ist, und das ist immer oft eine knifflige Angelegenheit in der Praxis, wenn ich diese Unterschiede alle erkannt, also alle, die sind ja unendlich, aber wenn ich sie wahrgenommen habe und auch positiv wahrgenommen werde, das dritte Anti-Bias-Ziel, Ungerechtigkeiten zu erkennen. Und da bin ich oft, ja, ich setze jetzt mal meine Brille auf als weiße, nicht behinderte Frau. Da sehe ich oft Sachen, die mit meiner eigenen Bewertungsmatrix, mit den eigenen Erfahrungen, mit denen ich durchs Leben gegangen bin, auf die ich sichtbar bin und auf die ich sensibel reagiere. Ja, wenn ich ein Kind sehe, was eine Brille hat und gehänselt hat, dann triggert mich das, weil ich habe es selber erlebt. Genau, aber für andere Sachen, ja, wie ist es, der einzige schwarze Mensch in einer Gruppe von weißen Menschen zu sein? Wie fühlt sich das an? Wie fühlt es sich an, den Namen Mohammed zu tragen und dann sage ich, ich will aber Momo genannt werden, weil Mohammed hat mir schon so viel Ausgrenzung gebracht. Also quasi diese ganzen Ungerechtigkeiten zu erkennen. Und das ist oft wirklich eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, weil ich ja erstmal, ich muss den Blick gar nicht verändern, sagt der Anti-Bias-Einsatz. Ich muss ihn weiten, ich muss ihn öffnen und dafür offen zu sein. Das ist wichtig. Und das vierte ist, stand up for your rights, also für deine Rechte und die Rechte der anderen. Wenn ich Ungerechtigkeiten erlebe, wir können etwas tun. Wir können Ungerechtigkeiten adressieren und veröffentlichen. Ich habe mit Kindern schon Briefe an den Bezirksbürgermeister geschrieben. Und es ist etwas passiert. Und das ist Partizipation und das ist auch was, eine Erfahrung. Wenn ich jetzt merke als Gruppe, Mensch, die Volkshochschule, die ist gar nicht in dem Sache barrierefrei, wir haben aber das Recht zu, wir schreiben jetzt einen Brief an die zuständigen politischen Adressat. Ja? Also man kann etwas tun. Oder was Kinder im Rahmen der Anti-Bias-Arbeit gemacht haben. Wir haben angefangen, weil ein Auto immer auf dem Behindertenparkplatz geparkt hat, wir haben eine kleine Strafzettel gebastelt und die immer daran gegangen. Also die Kinder sind aktiv geworden, ja, weil sie im Rahmen dieser Anti-Bias-Ansatz, dieser in Deutschland heißt es vorteilsbewusste Erziehung, Bildung und Erziehung, vorteilsbewusste Pädagogik, da findet man über Petra Wagner unheimlich viel, was man auch auf die Jugend- und Erwachsenenarbeit anwenden kann. Also unheimlich viel Material, auch Praxis, auch Übungen, Spielchen, sage ich mal, wo man einfach gucken kann, wie kann ich vorteilsbewusst arbeiten. Und das ist für mich das Handwerkzeug, um Inklusion praktisch auch umzusetzen. Ja, wenn ich da auch Ideen brauche, wie gehe ich mit bestimmten Konfliktsituationen um, ist das, ich kann das jetzt nicht allein einführen, aber ich weiß, dass ich brenne einfach für dieses Thema, weil ich so viel gemerkt habe, wie oft sind Kinder gerade mit 7, 8, 9 Jahren, also Piaget, Moralentwicklungsphase, dabei zu sagen, das ist nicht fair. Oder Jugendliche mit 14 Punkten, das ist unfair, das ist Ausgrenzung. Und wie reagiere ich darauf? Ja, du hast da was wahrgenommen. Was hast du da wahrgenommen? Es geht ganz viel um Empathie. Es geht ganz viel darum, hey, was hast du da gerade wahrgenommen? Lass uns darüber ins Gespräch gehen. Was findest du nicht fair? Und das verpufft in der Schule ganz oft. Und ich hoffe einfach mal, dass es in anderen Räumen und Institutionen mehr Raum dafür gibt, darüber ins Gespräch zu kommen. Okay, danke euch. Ihr habt jetzt beide so viel geredet, dass die Zeit schon fast wieder vorbei ist. Ich habe aber Fragen noch von Menschen, die uns gerade zuhören. Deshalb habe ich jetzt eine Frage für jeden von euch noch und hoffe, dass das dann aufgeht. Ihr dürft also jetzt nicht länger als 5 Minuten reden. genau, Frage 1 würde ich einfach mal an Lisa stellen.
Und zwar haben Sie Tipps, welche PartnerInnen wir in Volkshochschulen ins Boot holen, um wirklich gute bedarfsorientierte Angebote machen zu können? Ich habe schon von dir Aktion Mensch gehört, Selbstvertretung, vielleicht kannst du da nochmal Tipps geben. Und du hattest eben von der Organisation von Menschen mit Lernschwierigkeiten gesprochen. Da war zumindest bei mir der Ton so ein bisschen abgehackt. Vielleicht kannst du den Namen auch nochmal wiederholen, damit der nochmal, dann können wir ihn auch vielleicht in den Chat schreiben oder in die YouTube-Description am Ende, dass da alle genau nochmal wissen, wer da gemeint war. Ja, also das war jetzt Mensch zuerst, People First Deutschland. Ich muss aber auch dazu sagen, dass gerade diese Selbstvertreterorganisation, ich kenne das als Alleinerziehende, man ist so in seinen, also das ist, wenn es unbezahlt ist und eine Selbstvertreter, dann, ne, das ist immer schwierig, von dem Personal dann gute Ansprechpartner oder Ansprechpartner, die Zeit haben zu bekommen, so meinte ich das. Und ich würde immer vor Ort gucken. Es gibt eigentlich in jeder Gemeinde, in jeder Kommune ein Behindertenbeirat, ne? Also der ist dann bei der Behindertenbeauftragten angesiedelt und da gibt es dann die örtlichen Verbände und die SelbstvertreterInnen-Organisationen. Ja, es gibt auch auf der Internetseite Allgemeiner Behindertenverband Deutschland, es gibt die Zentren für selbstbestimmtes Leben, genau, es gibt die Internetseite cobinet-nachrichten.de, wo sich immer wieder Verbände melden. Auch Selbstvertreterorganisationen und da würde ich erstmal gucken, also ich würde wirklich die vor Ort nehmen, also die Behindertenbeauftragten mit ins Boot holen und die hat ja dann ihren Beirat und die hat dann auch wieder ganz viele Netzwerke und darüber versuchen, ein Netzwerk aufzubauen und ja, Aktion Mensch hat halt Projekte gefördert, also es gibt ja zum Beispiel im 5. Mai, der 5. Mai ist der Europäische Prozesstag für die Rechte von Menschen mit Behinderung, da hauen die, es ist ja eine Lotterie, ne, Aktion Mensch ist eine Lotterie, die wollen Geld verdienen und die hauen da einfach mal an alle möglichen Projekte, auch an Volkshochschulen, diese 5.000 Euro raus, wenn man da ein Projekt machen möchte zum Beispiel, was nochmal für die Rechte von Menschen mit Behinderung sensibilisiert. Und also darüber kann man auch ganz viel gucken, was gibt es eigentlich schon alles, was haben die denn gemacht, ist ja interessant. Ja, oder auf der Seite von Cineo, was ich schon angesprochen habe. Also da würde ich erstmal gucken, ich würde aber wirklich dazu tendieren, die Sachen vor Ort zu nehmen, in meinem Umfeld. Genau, da sind da einfach nochmal andere Strukturen und nochmal ein anderes Netzwerk, als jetzt irgendwo anzufangen, Verband, der für Deutschland zuständig ist, ne? Sondern die kleinen in meiner Umgebung, um halt auch eine Wohnortnähe zu haben. Super, da würde ich, weil du jetzt so schnell geantwortet hast, doch noch einmal nachhaken, weil du über Förderschulen bzw. Sonderschulen ja gesprochen hattest und die auch kritisiert hattest. Würdest du sagen, Volkshochschulen sollen grundsätzlich mit Sonderschulen zusammenarbeiten oder nicht? Oder also weil das jetzt so ein bisschen ja zwiespaltig bei dir klang, wie die irgendwie zu bewerten sind. Was würdest du da zu einer Kooperation quasi sagen? Also Förderschulen sind auch inklusiver und sie sind aus der Menschenrechtssicht überhaupt nicht inklusiv, sie sind diskriminierend, sie sondern aus und sie sind gegen die UN-Behindertenrechtskonvention, die ganz klar sagt, auch in ihren General Comments, in ihren allgemeinen Bemerkungen, ja, sie sind so diskriminierend, sie haben so eine diskriminierende Wirkung einfach auch, dass sie einfach abgeschafft werden sollen von einer Krankenhausschule, ja, oder einer Förderschule, wo man nochmal sagt, okay, auch Kinder mit Gehörlosigkeit, Blindheit lassen sich gut inklusiv unterrichten. Die haben nochmal, ja, so ein paar Prozent Förderschulen können meinetwegen beibehalten werden. Aber wir haben immense Zahlen. Wir haben überhaupt gar keinen Abbau. Wir haben einfach mehr Kinder, die etikettiert werden. Also gehen die Inklusionszahlen hoch. Aber die Förderschulen werden nicht weniger. Im Gegenteil, sie werden mehr gebaut. So, also es ist einfach ein Weg der Aussonderung, der immer weitergeht und der uns voneinander entfernt. Und wenn ich mir diese ganze Vergangenheit angucke und Entschuldigung, ich muss einfach nochmal darauf zurückkommen, weil viele Menschen kennen nicht den Begriff T4. T4-Aktion, das steht für Tiergartenstraße 4. Das war das ein Büro, ein Reichsbüro von Hitler. Und dort wurden die Massenmorde an sehr vielen Menschen mit Behinderung, auch vielen Kindern mit Behinderung, verordnet. Da kamen die grauen Busse und haben sie aus diesen Förderschulen, aus diesen Sonderanstalten, aus den Idiotenanstalten abgeholt und direkt ins Gas geschickt oder und das fällt natürlich nicht auf, wenn die auf irgendwelchen anderen Schulen sind, als wenn wir alle gemeinsam zur Schule gehen. Und deswegen betrifft es uns alle so stark. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man wirklich sich nochmal überlegt, wie stehe ich eigentlich zu Förderschulen? Ja, ich würde es nicht kategorisch ausschließen, dass man nicht mit denen kooperiert. Ja, ich kann es aber auch gleichzeitig nicht mehr hören, dass in Bayern gesagt wird, ja, wir haben doch Inklusion, wir haben Kooperationsklasse und dann feiern die ein gemeinsames Sommerfest.
ja, oder dürfen im Sportunterricht, im Kunstunterricht zusammen sein, aber sonst nicht. Nein, das ist alles nicht Inklusion im Sinne der UN-Konvention. Von daher, ich würde es nicht ausschließen, natürlich kann man mit Förderschulen zusammen ein Projekt machen. Es ist halt aber sehr schwierig, wenn ich sage, und das ist die Gefahr, die auch Tina angesprochen hat, sie nicht zum Gegenstand zu machen. Wenn ich sage, ach, hier kommt die Förderschulklasse, guck doch mal, das sind die, die dürfen jetzt auch mitmachen, ne? Das ist die Gefahr. Von daher, ich würde da jetzt gar nicht den Zeigefinger und erheben, bloß nicht Förderschulen, ja? Ich meine, Eltern haben auch eine schwere Entscheidung zu treffen und die treffen sie nicht einfach so, ja? Also die inklusiven Strukturen, die wir haben, sind auch nicht 1A, ja? Also Schule ist, das Schulsystem ist sowieso marode, ja? Und ich kenne viele Eltern, die aufgeben, die gar keine Kraft mehr haben für noch eine Klage vor Gericht und sagen, ich gebe jetzt in die Förderschule und habe meine Ruhe. Das sind ja keine, das ist ja nicht falsch in dem Sinne. Es ist falsch, dass es so ist, wie es ist, dass wir diese Strukturen haben. Und ich finde, dann kann sich jeder die Frage beantworten, wenn er sich nochmal ganz bewusst macht, warum und wieso diese Förderschulen damals entstanden sind. Die sind einfach aus einer Sonderinstitution, aus einer Sonderwissenschaft entstanden, mit dem Glauben, man könnte sie dort besonders gut fördern. Die Zahlen zeigen einfach, je länger ich in einer Förderschule bin, desto dümmer werde ich und desto mehr Ausgrenzungserfahrung mache ich und desto extrem schambehaftet. Danke für die Klarstellung. Jetzt kam hier noch eine andere Frage. Also auf Tina habe ich zwei. Die erste kleine Frage. Frau Hölzel, mich interessieren die Figuren bei Ihnen im Hintergrund. Was ist das? Vielleicht genau, kannst du da kurz antworten. Das kann ich sehr, sehr gerne machen. Genau, die sind, das sind unsere Holzbürgerinnen von der John Dewey Forschungsstelle für Didaktik der Demokratie. Und ich habe die mit hier hergestellt. Das sind tatsächlich sehr, ich liebe diese Figuren, die sind entstanden. Ich kann die auch mal ein bisschen mehr in die Kamera halten, dann können Sie die anstelle von mir besser sehen. Ich mache mal so. Und mit diesen Holzbürgerinnen arbeiten wir mit zukünftigen politischen BildnerInnen, indem wir die Frage stellen, wen wollen wir eigentlich mit politischer Bildung sozusagen bilden und in zu welchen Menschen wollen wir sie bilden. In der politischen Bildung geht es ja ganz oft um Mündigkeit und wir merken aber, dass die Vorstellung davon, wen wir eigentlich als Zielgruppe an Diversität vor uns haben, oft gar nicht so ausgeprägt ist. Und diese Holzbürgerin unter anderem, wir machen auch andere Bildungssituationen mit denen, mit diesen Holzbürgerinnen überlegen wir eben, wen haben wir eigentlich vor uns, mit welchen Menschen sind wir konfrontiert, mit welchen Vorurteilen teilweise diesen Menschen gegenüber auch. Das ist zum Beispiel unsere Staatsbürgerin. Genau, also mit diesen Figuren arbeiten wir ganz viel darüber, mit welchen Menschen wir eigentlich zu tun haben. Und es gibt noch viel, viel mehr. Ich habe jetzt leider nur hier zwei hingestellt, aber wir haben, glaube ich, ach, ich weiß gar nicht, über 30 verschiedene Holzbürgerinnen. Super, das war kurz und knapp. Dann jetzt noch die vielleicht etwas schwierigere Frage. In welchem Verhältnis stehen für Sie die Begriffe oder Konzepte Inklusion und Partizipation mit Blick auf politische Bildung? Oh Gott. Sorry. Am Ende nochmal so eine Boom-Frage irgendwie. Also ich finde, man kann sie, glaube ich, kaum für die politische Bildung auseinanderhalten. Ich würde sagen, die häufigste Antwort, in welchem Verhältnis sie stehen, wird oft gesagt, dass Partizipation ein Ziel von Inklusion in der politischen Bildung ist. Ich würde aber sagen, dass das manchmal zu kurz greift und das ist, was ich am Anfang heute schon mal ganz kurz gesagt habe, dass Inklusion in der politischen Bildung oft als Thema verstanden wird. Also etwas ist, wo wir sagen, wir müssen über Menschenrechte informieren, wir müssen über irgendwie Rechte auf Beteiligung, Rechte auf Inklusion informieren, ohne selbst den Anspruch an uns als politische BildnerInnen zu stellen, selber inklusiv zu sein. Und da würde ich tatsächlich da gerne was ändern an dieser Vorstellung, ne, dass es Partizipation und Inklusion so unsere Themen sind, sondern dass wir tatsächlich überlegen, wenn wir mündige Bürgerinnen, wie hier, mündige Bürgerinnen haben wollen, dann müssen wir politische Bildung von Anfang an als unmöglich nicht partizipativ denken. Politische Bildung muss immer teilnehmen lassen, muss immer mitbestimmen, muss immer mitverändern, mitgestalten lassen, weil anders kann politische Bildung keine Mündigkeit irgendwie hervorrufen. Wir sprechen da auch ganz oft in diesem Kontext davon, also gerade zum Beispiel in Schule, ja, wo SchülerInnen ganz oft erleben, dass zum Beispiel Labels verteilt werden wie Schule ohne Rassismus oder wir sind eine inklusive Schule, sie aber in diesen Kontexten ganz, ganz andere Erfahrungen machen. Also, dass wir sagen zum Beispiel, dass Label Partizipation oder das Label Inklusion, ja, das darf eben nicht nur ein Label sein, was dann irgendwie
Fake-Partizipation oder Scheinpartizipation möglich macht. Weil dann passiert nämlich was ganz Heftiges, wenn wir sagen, das ist doch jetzt inklusiv oder das ist doch jetzt eine Schule ohne Diskriminierung, das ist doch jetzt Bildung ohne Rassismus und Menschen trotzdem, und das ist sehr wahrscheinlich, Diskriminierung und Rassismus in solchen Momenten erleben, dann lernen sie was, nämlich von, das soll Inklusion sein, dann ist das nichts für mich. Ne? Oder sie lernen dann, das soll eine Demokratie sein, also weil ne, zum Beispiel Demokratie wird immer wieder kommuniziert, wir leben in einer Demokratie, die von Partizipation bestimmt ist. Und dann kommen sie in Schulen, in denen sie nie mitbestimmen dürfen. Dann kommen sie in Bildungssituationen, in denen sie nie mitbestimmen dürfen. Und deswegen würde ich sagen, Inklusion und Partizipation stehen in der politischen Bildung vielleicht in einem Konflikt, weil sie nämlich oft als Scheinpartizipation, als Scheininklusion vollzogen werden und nicht als Selbstanspruch irgendwie an die eigenen Bildungsarbeiten angelegt werden. Dankeschön. Genau, wir haben 12.59 Uhr, was quasi ein perfekter Abschluss ist. Ich würde euch trotzdem noch kurz die Gelegenheit geben, falls ihr jetzt noch irgendwas auf dem Herzen habt, wo ihr dachtet, warum ist diese Frage nicht gekommen? Gerne noch kurz quasi ein Abschlussstatement oder wie auch immer ihr das möchtet, zu formulieren, falls ihr da noch was auf dem Herzen habt. Ich weiß nicht, ob da noch was ist, dann fangt gerne an. Lisa, hast du noch was auf dem Herzen, was du noch mal loswerden möchtest zum Schluss? Ja, es ist jetzt die Frage, ob ich jetzt hier so ein schnippisches Zitat aus meinem Ärmel schütteln kann von irgendjemandem Schlauen. Deswegen. Du hast auch drei Sätze, wenn du möchtest. Ja, deswegen sage ich es einfach auch mit meinen Worten. Also ich finde, angesichts der politischen Lage in der Welt, und wir wissen einfach auch aus der Vorteilsforschung immer dann, wenn wir unsichere Zeiten haben, dann nehmen Vorurteile zu. Ne? Haben wir die, also ich weiß nicht, nach der Finanzkrise in Griechenland gab es auf einmal diese Rosa-Blau-Ideologie, die in den Spielwarenläden und in den Kleidungsstücken wieder total zugenommen hat. In meiner Kindheit hatten alle den gleichen dunkelroten Suit aus der Loom-Pullover an und jetzt geht es wieder in so eine andere Richtung. Und genauso ist es auch mit anderen Kategorien, die wir bilden, wenn wir uns verunsichern lassen und unsicher sind. Und diese Zeiten haben wir gerade und desto wichtiger. Und ich habe es ja auch schon gesagt, im Rahmen dieser Geschichte finde ich es, sich damit zu beschäftigen, auch nicht zu vergessen und sich vielleicht auch mal den Begriff T4-Aktion googeln und zu gucken, warum auch jetzt diese Forderungen so stark geworden sind, warum Menschen mit Behinderung so stark auch empowern und sich da auch teilweise radikal versuchen, einzubringen, wenn man diese ganze Geschichte sich mal angeschaut hat, was eigentlich passiert ist, auch mit Menschen mit psychischer Erkrankung. Ich glaube, das finde ich einfach total wichtig, weil diese Geschehnisse von heute wurzeln in der Vergangenheit von gestern, um es mit Konzelmann zu sagen. Jetzt habe ich doch jemanden zitiert. Ja. Danke. Ja, das ist natürlich schwierig, weil man könnte, wenn das auch ein Herzensthema ist, natürlich fallen mir noch Millionen Sachen ein, die ich gerne sagen würde. Ich glaube, was ich nochmal vielleicht als eine Anregung auch für jetzt danach, wenn man so ein Gespräch mal irgendwie gehört hat und gedacht hat, ich würde mich gerne noch mehr informieren, was ich total spannend finde und was wirklich neu ist, also wir lernen auch immer noch ganz viel darüber, wie Menschen ganz grundsätzlich eigentlich lernen, und zwar wirklich alle Menschen. Und da ist in der Neurobiologie und in der Neuropsychologie haben wir in den letzten Jahren ganz, ganz viele neue Erkenntnisse, die tatsächlich auch nochmal mit vermeintlichen Sicherheiten und festen Wissen oder Erkenntnissen und Fakten brechen, nämlich wie stark, also gerade wenn es um Formen von Lernschwierigkeiten oder wie auch immer man sowas nennt, ne, also tatsächlich nochmal genauer hinzugucken, wir erkennen und wissen da ganz viel Neues, ne, also dass wir zum Beispiel sagen, biologische Voraussetzungen, also ne, was das Gehirn zum Beispiel eigentlich ist, an dem ja ganz viel gemessen wird, ob jemand gesund oder nicht gesund ist, da verändert sich gerade viel und wir erkennen in den letzten 10, 15 Jahren der Neurowissenschaft und Neurobiologie, dass Gehirne vor allem soziale Organe sind. Also ne, das ist, glaube ich, ganz wichtig auch zu lernen, weil das nämlich für Bildung und für Inklusion ein großes neues Argument ist, was nicht so ein, ich nenne es jetzt mal ein soziales, weiches Argument ist, was bei manchen Menschen einfach nicht verfängt, sondern zu sagen, ein Gehirn ist ein biosoziales Organ, was vor allem dadurch bestimmt wird, welche Angebote und sozialen Interaktionsmöglichkeiten Menschen bekommen, und zwar egal wer. Ja, also dass Menschen auch behindert gemacht werden in den Bildungsangeboten, die wir haben, und diese vermeintlichen biologistischen Informationen und
Zustände von Menschen gar nicht so stark sind und tatsächlich jetzt auch mittlerweile neurobiologisch ganz klar nachgewiesen wird, dass ganz viele Formen von Behinderung Menschen behindert machen. Und das also gemacht werden von anderen sozusagen und von den Interaktionsmöglichkeiten und Bildungsmöglichkeiten, die sie bekommen. Und ich möchte das eher am Ende nochmal so als auch einen Hoffnungsträger sozusagen nochmal platzieren und zu sagen, wir lernen mehr, wir wissen mehr und wir können Sachen besser machen. Also gerade auch in der Selbstvertretungsorganisation zum Beispiel von Menschen mit Trisomie 21 und Down-Syndrom, merkt man, da gibt es ganz neue Ansätze, ganz neue Verbesserungen, die diesen Menschen ganz andere Lebenswege ermöglichen, als sie bisher überhaupt gedacht wurden. Und das finde ich auch als Hoffnungsträger für dieses Thema wirklich wichtig. Wir wissen mehr und das heißt, Menschen bekommen mehr Möglichkeiten. Fantastisch. Vielen, vielen, vielen Dank für euer Wissen, das ihr mit uns geteilt habt und für die spannende Diskussion. Für alle, die das hier jetzt auf YouTube später sehen, ist es jetzt gleich vorbei und der Cut kommt. Für alle anderen geht es noch in einem kleineren Gespräch weiter, also gerne kurz abwarten und da bleiben.